Es ist schon merkwürdig, wie die Zivilgesellschaft sich mit dem Protest zurückhält. Warum gehen die Menschen bei solch massiver Verletzung der Bürgerrechte nicht auf die Straße? Also ich glaube, wir haben hier zwei Gruppen von Menschen, neben der dritten Gruppe, die ja sehr wohl auf die Straße geht und auch sehr laut ihre Empörung äußert. Aber von denen, die das noch nicht tun, haben wir zwei Gruppen. Und die eine Gruppe sind die, für die das Problem immer noch nicht fasslich ist. Das ist ein sehr komplexes Thema, es ist schwer zu durchschauen. Und wie früher bei Radioaktivität, als es alle noch schön und sauber fanden, kann man die Gefahr nicht sehen. Die ist zeitlich versetzt zum Einsatz und ich kann es nicht selber spüren. Und da muss man in erster Linie aufklären und den Menschen erklären, wo eigentlich die Probleme sind und dass sie sehr wohl selber betroffen sind, weil von vielen Menschen, dieser Menschen auch die denken, dass sie selber nicht betroffen sind. Sind sie aber. Und wenn es Freunde, Kollegen, Ärzte, Anwälte, der eigene Pfarrer, Kinder oder Enkel sind, alle, die sind betroffen. Die zweite Gruppe, das sind Menschen, die das sehr wohl verstanden haben. Die fühlen sich aber ohnmächtig, die fühlen sich völlig orientierungslos, die haben das Gefühl, es ist so allmächtig im Inland, im Ausland, alle Politiker bisher unter einer Decke, alle Parteien mehr oder weniger, bis auf die Linken und die Piratenpartei, alle machen da irgendwie mit. Und man hat das Gefühl, man kann sich gar nicht richtig wehren. Und diesen Leuten muss man Wege aufzeigen, dass man sich sehr wohl wehren kann, aber auch wehren muss, weil sonst geht das ja weiter. Das Problem ist zwar riesig groß und es scheinen irgendwie alle unter einer Decke zu stecken, das heißt aber nicht, dass wir als Volk nicht die Macht haben. Wir sind der Souverän. Für uns ist die Verfassung da, die schützt uns und wir haben am 22. September eine Wahl. Da können wir natürlich solche Sachen auch berücksichtigen und die Wahl entsprechend auch wahrnehmen. Hingehen zur Wahl, richtig wählen. Wer muss denn in erster Linie tätig werden, Ihrer Meinung nach? Der Staat oder der Bürger? Warum macht der Staat eigentlich so wenig? Was kann der denn überhaupt tun? Also wenn ein Innenminister Friedrich sich hinstellt und sagt, die Bürger sollen sich selber schützen, finde ich das schon eine gewisse Bankrotterklärung des Staates und Rückzug aus der eigenen Verantwortung. Wir brauchen eine mindestens mittelfristige Lösung durch den Staat. Nur der Staat kann uns auch gegen diese Art von Cyberwar-Attacke aus dem Ausland schützen. Das können wir als einzelne Bürger nicht. Wir können aber natürlich eine Art digitaler Notwehr selber machen. Das ist nur ein Notpflaster, aber besser als gar nichts. Das ist zum Beispiel solche Kryptopartys wie die Piratenpartei, aber auch andere gemeinnützige Organisationen anbieten. An solchen kann man teilnehmen und man kann dort auch lernen, welche Dienste man zum Beispiel meiden sollte. Kleinere E-Mail-Dienstleister lieber aus der Region nehmen zum Beispiel. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man sich schützen kann, insbesondere auch durch Verschlüsselung. Aber eine Problemlösung im richtigen Sinne ist das nicht. Das ist eine politische Aufgabe. Da müssen wir Kanzlerin Merkel und die Bundesregierung in die Pflicht nehmen. Welche Rolle spielt eigentlich Wirtschaftsspionage in diesem Fall? Ich glaube, das Thema wird absolut unterschätzt. Ich habe 15 Jahre in einer Hightech-Industrie gearbeitet, in der IT-Industrie. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es keineswegs nur um die Bekämpfung von Terrorismus geht. Das ist das Märchen, das man uns erzählt, weil das bestimmte Emotionen und Ängste bei Bürgern adressiert, die dann denken, okay, lasse ich mich ein bisschen überwachen, dafür zündet keiner eine Bombe in meiner Nähe. In Wirklichkeit geht es um andere Dinge, sehr viel mehr. Und dazu gehört Wirtschaftsspionage, dazu gehört politische Spionage. Das ist inzwischen auch kein Verdacht, sondern längst belegt. Beim Echelon-Skandal zum Beispiel war es ganz offensichtlich, dass der Standort im Bayerischen den Schwerpunkt Wirtschaftsspionage hatte. Wir wissen auch, dass zum Beispiel in England der britische Geheimdienst einen G20-Gipfel komplett abgehört hat. Da wurden gefakte Internetcafés aufgebaut und Keylogger, mit denen man die Eingabe des Passworts mitschneiden konnte und hat von Diplomaten, hochrangigen Diplomaten der G20-Länder, ihre persönlichen oder dienstlichen Kommunikationen mitgeschnitten, ausgewertet und direkt auf dem G20-Gipfel für diplomatische Vorteile genutzt. Das ist keine Bekämpfung von Terrorismus, genauso wenig wie die Verwanzung von EU-Behörden oder Abhören von Bundesregierungsmitgliedern. Das ist kein Terrorismus. Und es gehört auch zu den im Gründungsprotokoll von NSA und vom britischen Geheimdienst stehen als Ziele mehrere Ziele drin. Das Herstellen der inneren Sicherheit, Schutz gegen äußere Angriffe und die Verbesserung oder das Schützen wirtschaftlicher Interessen des eigenen Landes. Das steht da bereits drin, als Auftrag für diese ausländischen Geheimdienste. Das heißt, sie tun nur das, was sie tun sollen. Und wenn wir so tun, als wäre das nicht der Fall, dann ist das Selbstbetrug.